Das sechste Swiss Charity Concert wird selbstverständlich wieder Save the Children unterstützen, aber mit einem besonderen Fokus auf die Errichtung von child-friendly Spaces. Warum ist das Programm gerade so wichtig heute? Save the Children errichtet kinderfreundliche Räume, zum Beispiel in Flüchtlingslagern oder in Transitzentren. Diese Räume sind Orte, an denen Kinder geschützt sind, an denen sie spielen können und an denen sie für einmal einfach nur Kinder sein können. Sie können lernen, sie sind geschützt vor Gewalt und Ausbeutung und sie werden von geschultem Fachpersonal von Save the Children psychosozial betreut. Die kinderfreundlichen Räume sind für viele dieser Kinder die einzige Stabilität in einem sehr unsicheren Alltag. Das ist heute umso wichtiger, weil jeden Tag Hunderte, Tausende Kinder aufgrund von Konflikten wie jenem in Syrien ihr Zuhause verlassen müssen. Ich möchte meine musikalische Ausbildung nutzen, um etwas Gutes zu tun und habe eine Serie gegründet, Swiss Charity Concert. Etikani war vom ersten Tag an begeistert von der Idee, das zu unterstützen und ist seitdem mein Sponsor für unsere Swiss Charity Konzertreihe. Sie haben für das diesjährige Swiss Charity Concert zum ersten Mal einen Swiss Charity Award lanciert. Können Sie erklären, worum es dabei geht? Der Swiss Charity Award ist sehr nah bei dieser Idee und Vision von uns, Kinder zu unterstützen, und zwar sowohl durch unsere Zusammenarbeit mit Save the Children, aber auch aus unserer Swiss Charity Concert Organisationsbrille. Das heißt, wir wollen Kinder unterstützen, die sich der Musik verschrieben haben. Die Gewinnerin dieses Jahr ist Mira aus Deutschland. Sie ist 14 Jahre alt und sie wurde aus vielen, vielen Bewerbungen ausgesucht. Sie wird am 8. September mit uns in der Tonhalle das anspruchsvolle Mendelssohn-Violinkonzert in E-Moll aufführen. Man kann die Arbeit von Save the Children unterstützen, indem man zum Beispiel das Swiss Charity Concert im September in Zürich besucht. Die Ticketverkäufe kommen direkt der Arbeit von Save the Children zugute. Oder man kann ganz einfach online spenden unter www.savethechildren.ch. Ich denke, dass es enorm wichtig ist, dieses Programm der kinderfreundlichen Räume zu unterstützen.